Herzlichen Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 12342, zum Thema Smart- und Safe-City-Konzepte brauchen transparente Regeln und öffentliche Kontrolle. Ich öffne die Aussprache und erteile als erstem Redner für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, wir möchten auch über Lebensraum reden, nämlich über smarten und safen Lebensraum, Smart and Safe Cities. Die digitale Revolution der letzten 20 Jahre, die war geprägt von Internetangeboten, Social Media und Apps. Ein E-Government-Gesetz wurde hier gestern beschlossen, um auch die Verwaltung digital zu ertüchtigen. Die nächste Revolution wird den Sprung in die Welt nach draußen machen. Die Digitalisierung hält dann Einzug in bislang rein analoge Bereiche, Straßen, Parkplätze, Laternen, öffentliche Plätze und Parks, feste Bauten, zukünftig digital und vernetzt. Digitale Sensoren messen dann ihre Umwelt und geben so Statusinformationen weiter, ob ein Parkplatz frei ist, ob eine Straßenlaterne kaputt ist oder ob es Risse im Beton gibt. Städte werden demnächst einen viel besseren Überblick über den Zustand ihrer Infrastruktur besitzen und können dadurch auch Reparaturen und Kontrollen viel effizienter und besser koordinieren als vorher. Die digitale Stadt, die vernetzte Stadt nennen wir Smart City. Ein gleichnamiges Förderprogramm der Europäischen Union hat viele Städte bereits dazu ermutigt, Pilot- und Leuchtturmprojekte durchzuführen. Ganz beiläufig hat anlässlich der diesjährigen CeBIT ein großer chinesischer Technologiekonzern eine Kooperation mit der Stadt Gelsenkirchen angekündigt. Unter der Überschrift Smart and Safe City soll es dabei um, ich zitiere, alle sicherheitsrelevanten Lebensbereiche gehen, die Lebensqualität für die Stadt ausmachen. Sicherheit im öffentlichen Raum, bei Großveranstaltungen, im eigenen Wohnumfeld, für die schnellere Kommunikation innerhalb und außerhalb der Verwaltung und viele weitere Themen mehr. So liest man es in der Pressemitteilung des Konzerns. Das ist zunächst einmal nichts Schlechtes. Dennoch herrscht unserer Auffassung nach hier Handlungsbedarf, denn nach Auskunft der Verbände gibt es keine Empfehlungen, nach denen Kommunen hier Kooperationen eingehen und gestalten können. Wir müssen aber sicherstellen, dass durch diese Projekte keine Monopolstellungen geschaffen werden und die Abhängigkeit der Kommunen von einzelnen Herstellern nicht zu groß wird. Auch stellen sich wichtige Fragen zum Datenschutz und wie öffentliche Infrastrukturdaten in Big Data-Projekte einfließen. Das sind Fragen, die jetzt gestellt und beantwortet werden müssen. Ein weiterer Punkt sind Safe Cities. Jedem, der den Schutz persönlicher Daten und die Interessen der Bürger ernst nimmt, stellen sich hier erstmal die Nackenhaare senkrecht. Daran ändert auch die in der Pressemitteilung ebenfalls zitierte Aussage des Gelsenkirchener Oberbürgermeisters nichts. Eher das Gegenteil ist der Fall. Er erkennt immerhin an, dass das Thema Sicherheit aktuell, ich zitiere, kontrovers diskutiert wird. Er hält genau das aber nicht für schädlich. Er sieht dagegen die Möglichkeit, ich zitiere nochmal, einen Akzent für Gelsenkirchen zu setzen. Reden wir doch mal Klartext. Safe City bedeutet eine Vernetzung der Videoüberwachung in der ganzen Stadt, die Verknüpfung mit weiterer Sensorik. Damit soll dann Software erkennen, wo Gefahrensituationen auftreten und Alarm melden. Immer mehr Bilder, immer mehr Daten, immer mehr Möglichkeiten, Daten zu geh- und missbrauchen. Das kann man nicht mehr mit Hausrecht regeln. Hier ist das Land gefordert. Denn wollen wir in Sachen Videoüberwachung wirklich britische Verhältnisse mit chinesischer Technologie einführen? Ich denke nicht. Bevor solche Akzente gesetzt werden, gibt es unserer Auffassung nach einiges zu klären. Vor allem muss die Frage gestellt werden, wem das alles nutzt. Bevor mit schönen Schlagworten hier auf neue Technologien gesetzt wird, muss klar sein, welchen Nutzen der Bürger davon hat und womit dieser Nutzen bezahlt wird. Neue Technologien und intelligente Steuerungssysteme bieten viel Potenzial, um Städte zu verbessern. Die Kooperation mit Großkonzernen ist daher für nordrhein-westfälische Kommunen sicherlich sehr interessant. Gleichzeitig wird aber niemand daran zweifeln, dass es bei der Kooperation mit einem Technologiekonzern primär um dessen wirtschaftliche Interessen geht. Und hier muss es auch noch gesagt werden, dass es um hoheitliche Daten geht, letztlich Daten der Bürger. Und dazu müssen wir die volle Souveränität
jedes Bürgers über seine Daten sicherstellen. Und dafür bedarf es eben klarer und transparenter Regeln für Smart and Safe City Konzepte. Die Landesregierung ist gefordert, solche Regeln im Rahmen der Kommunalaufsicht zu entwickeln, um den Kommunen frühzeitig Rechtssicherheit für ihre Pilotprojekte zu geben. Wir sind erst am Anfang einer Entwicklung. Bevor Big Data Einzug in die Verwaltung hält, müssen die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. Rahmenbedingungen, die vor allem eins sicherstellen: Es muss immer um den Nutzen für die Bürger gehen und nicht um die Interessen der Wirtschaft oder etwa der Sicherheitsbehörden. Darüber möchten wir mit Ihnen im Ausschuss sprechen und freuen uns auf die Diskussion dort. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Dahm. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank, Herr Herrmann, für diese Lehrstunde, dass Sie uns mal erklärt haben, was Safe City ist, was Smart City ist. Aber ich gestehe ganz offen, ich habe nicht verstanden, was Sie mit diesem Antrag erreichen wollen. Ich habe nicht verstanden, offenbar auch die Damen und Herren, unsere Kolleginnen und Kollegen hier im Parlament offenbar auch nicht, was die Zielrichtung dieses Antrags ist. Ich komme da ja gleich nochmal drauf. Sie fordern klare Regeln ein. Auch ich glaube ich, und das sage ich auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, ich bin der Auffassung, wir haben klare Regeln. Klare Grenzen und klare Regeln in unseren Gesetzen, insbesondere im Datenschutzgesetz und anderen. Wir haben immerhin einen CIO bestellt, ja, Datenschutzbeauftragten und andere, und sodass es klare Vorgaben und Regeln gibt. Kommen wir zu Ihrem Antrag. Sie führen aus, dass anlässlich der diesjährigen CeBIT bekannt geworden sei, dass die Stadt Gelsenkirchen mit dem Elektronikkonzern Huawei zur Safe und Smart City werden wolle. Grundsätzlich ist das zu begrüßen, das muss man klar sagen, das unterstützen wir ja auch und das schreiben Sie ja auch in Ihrem Antrag und in diesem Punkt sind wir uns einig. Gelsenkirchen wolle so unter der Überschrift Safe City alle sicherheitsrelevanten Lebensbereiche gestalten, das heißt für die Sicherheit im öffentlichen Raum, bei Großveranstaltungen oder im eigenen Umfeld, im eigenen Wohnumfeld. Und da bin ich hinreichend irritiert, das sage ich an dieser Stelle ganz deutlich. Sie führen aus, es müsse eine klare Trennung zwischen der wirtschaftlichen Betätigung von Unternehmen und hoheitlichen Aufgaben der Kommunen geben, die auch im Rahmen von Pilotprojekten nicht überschritten werden darf. Das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Bürger müsse gewahrt bleiben. Das ist richtig, das teilen wir. Und mit Ihrem Antrag soll die Landesregierung aufgefordert werden, Regeln aufzustellen, Kooperationen von Wirtschaftsunternehmen Smart and Safe City zu entwickeln. Meine Damen und Herren, nach unserer Auffassung greift Ihr Antrag eindeutig in Regeln und in die klassische kommunale Selbstverwaltung ein. Und auch hier wird von Ihnen mal wieder ein Szenario konstruiert und dargestellt. Ich sage mal, eine gewisse Befürchtungs- und Überwachungshysterie, Herr Kollege Herrmann, die von Ihnen hier aufgebaut wird, ohne konkrete sachliche Untermauerung. Die haben Sie weder hier im Parlament noch in Ihrem Antrag dargelegt. Der Antrag ist daher aus unserer Sicht kritisch zu sehen. Mir ist überhaupt nicht klar, das habe ich eben gesagt, welche Zielrichtung hier verfolgt werden soll. Und die zitierten Äußerungen der Stadt Gelsenkirchen sind bisher offenbar nicht mehr als eine Absichtserklärung. Ich kenne keine andere Stadt, die dieses Ziel verfolgt. Sie haben auch keine andere Stadt in dieser Form benannt. Steht auch nicht in Ihrem Antrag. Von daher wäre ich Ihnen dankbar, wenn wir das in der weiteren Ausschussberatung dann mal erörtern und Sie das vielleicht auch belegen können. Schon vor diesem Hintergrund gibt es für mich keinen Anlass, die Landesregierung heute aufzufordern, in Kommunen verbindliche Regelungen für solche Kooperationen mit privaten Unternehmen vorzugeben. Für mich und uns, ich glaube, und das eint uns auch in diesem Haus, gilt unmissverständlich die kommunale Selbstverwaltungshoheit im Rahmen des Artikel 28 des Grundgesetzes. Das ist, wie ich finde, ein hohes und nach wie vor wichtiges Gut unserer Städte und Gemeinden. Für uns ist es selbstverständlich, wenn es denn so ist, wie Sie es darstellen in Ihrem Antrag, dass sich die Kommunen auch an geltendes Gesetz, an geltende Vorschriften und Vergabe des öffentlichen Haushaltsrechts halten. Dazu bedarf es keiner erneuten Aufforderung. Insofern Ihr Antrag, da er auf eine Überprüfung der Stadt Gelsenkirchen hindeutet, Herr Kollege Herrmann, will ich nur noch mal darauf hinweisen, es ist eine Aufgabe des Kommunalministers und der Exekutive, das entsprechend vorzunehmen. Und es ist keine Aufgabe des Parlaments und schon gar nicht des Landtags hier. Auch da habe ich meine erheblichen Zweifel. Wir haben geltende Datenschutzgesetze. Ich habe es gesagt, wir lehnen ausdrücklich geltenden Verwaltungsaufwand ab mit
erheblichen Kontrollen und vor allen Dingen Controlling. Ich sage Ihnen ganz offen, wir haben keine ernsthafte Neigung, diesen Antrag zu unterstützen. Wir können das aber gerne im Ausschuss diskutieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dahm. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Kruse das Wort. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wie die Stadt Gelsenkirchen am 15. März 2016 auf ihrer Internetseite bekannt gab, ist ein chinesisches Unternehmen daran interessiert, Gelsenkirchen als Modellstadt bei der Vernetzung in den Bereichen E-Government, Safe City und Smart City zu unterstützen, um innovative Dienstleistungen für Bewohner, Besucher und Unternehmen anzubieten. So sollen konkrete Anwendungsbeispiele für technische Lösungen gefunden und unter realen Bedingungen getestet werden. Die Piratenfraktion sieht darin die Gefahr, dass in Gelsenkirchen demnächst umfangreiche Überwachungs- und Analysetechnik installiert werden könnte. Und deshalb soll der Landtag die Landesregierung auffordern, ich zitiere, verbindliche Regeln für die Kooperation von Kommunen mit Wirtschaftsunternehmen im Rahmen von sogenannten Smart and Safe City Konzepten zu entwickeln. Ich teile die Einschätzung meines Vorredners, des Kollegen Dahm, nahezu uneingeschränkt, ob dieses Thema erstens nun unbedingt zu den drängendsten Problemen in Nordrhein-Westfalen zählt und deshalb auf die Tagesordnung der heutigen Landtagsdebatte gehört. Darüber kann man wie immer sehr trefflich streiten und geteilter Meinung sein. Dass der Staat, in diesem Falle das Land, allerdings den Kommunen vorschreiben soll, ob und wie sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit Wirtschaftsunternehmen kooperieren dürfen, ist aus Sicht der CDU-Fraktion eine außerordentlich verwegene Vorstellung. Den Piraten ist offenbar nicht bekannt, dass es in Deutschland, der Kollege Dahm hat schon das Grundgesetz zitiert, dass es bei uns den Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung gibt, der in Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes verankert ist und somit Verfassungsrang genießt. Der Staat kann also nicht so einfach in die Kommunen hineinregieren und ihnen vorschreiben, mit wem sie zu welchem Zweck privatrechtliche Verträge abschließen dürfen oder was in diesen Verträgen zu stehen hat. Und das ist aus unserer Sicht im Übrigen auch gut so. Dass sich die Kommunen im Rahmen ihrer Tätigkeit darüber hinaus an Recht und Gesetz zu halten haben, ist aus unserer Sicht eine pure Selbstverständlichkeit. Und Gleiches gilt im Übrigen für die Tätigkeit privater Unternehmen. Was genau der Landtag dazu beschließen soll oder beschließen sollte, ist mir schleierhaft. Ich darf im Übrigen daran erinnern, Herr Minister Jäger, der Bürgermeister von Gelsenkirchen, war ja langjähriges Mitglied im Innenausschuss. Der Kollege Baranowski, er wird sich schon an Recht und Gesetz auch in Gelsenkirchen halten. Also die CDU-Fraktion hält den vorliegenden Piratenantrag deshalb für überflüssig. Ich teile die Einschätzung meines Vorredners, des Kollegen Dahm. Der Überweisungsempfehlung an den Innenausschuss stimmen wir natürlich der guten Ordnung halber trotzdem zu. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kruse. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Dr. Beisheim. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich teile nicht unbedingt die Einschätzung vom Kollegen Kruse, dass wir uns mit diesem Thema Smart City bzw. Smart and Safe Cities in diesem Hohen Hause zukünftig nicht beschäftigen müssen. Ich teile aber grundsätzlich Ihre Einschätzung, dass in dem formulierte Beschlussteil zu diesem Thema nicht viel beizutragen hat. Und ich möchte vielleicht grundsätzlich die Definition, die Herr Herrmann gewählt hat, bezogen auf die Definition Smart Cities der Zukunft, etwas erweitern. Man sagt ja heute, Smart City ist eine informierte, vernetzte, mobile, sichere und nachhaltige Stadt. Und die aktuell formulierten Megatrends sollen uns ja dabei helfen, diese Entwicklungen in den 20, 30, 40 Jahren, die auf uns zukommen werden,
auch heute schon zu begleiten und heute schon die richtigen Rahmen für morgen zu setzen. Und Urbanisierung, Globalisierung, demografische Veränderung und der Klimawandel sind dabei nicht isoliert zu betrachten, sondern wir brauchen dafür, für diese integrierten, miteinander verbundenen Systeme, eine integrierte Politik, die wir heute vorbereiten müssen. Und ich denke mir, da an dieser Stelle legt Ihr Antrag eine richtige Spur, denn zukünftig werden 70% der Menschen hier, auch in Nordrhein-Westfalen, in Städten leben. Und diese hohen Anforderungen schaffen daher auch große Chancen, durch die richtigen politischen Rahmensetzungen in Zukunft effizienter mit Energie, Material und auch Humanressourcen umzugehen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die aktuellen Debatten, die ich hier verfolgen darf zum Thema Sicherheit, zeigt, dass es ein wichtiges Thema ist in den heutigen Städten. Aber auch das Thema Sicherheit wird in den Smart Cities von immenser Bedeutung sein. Und während sich der Begriff der öffentlichen Sicherheit heute noch stark auf die Unversehrtheit der Bürger und der öffentlichen Infrastruktur eng begrenzt und auf Begriffe wie Polizei, Feuerwehr und Gesundheitswesen sich damit verknüpft ist, davon auszugehen, dass sich der Sicherheitsbegriff in Zukunft erweitern wird. Und dazu gehört vor allem die Sicherheit bzw. Funktionstätigkeit der alles durchdringenden Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen. Und bereits heute wissen wir, dass eine immer vernetztere Kommunikationsinfrastruktur Risiken für essentielle Bereiche der städtischen Infrastruktur bedeutet. Und sicherlich können Informations- und Kommunikationstechnologien dabei helfen, präventiv tätig zu werden. Und deshalb formuliert auch heute das Fraunhofer-Institut bereits, dass der Begriff Prävention ein Schlüsselbegriff werden wird oder ist auch schon im Bereich der Smart City-Entwicklung. Und in den aktuellen Forschungsberichten, die man finden kann und nachlesen kann, sind die Schnittstellen und Kontrollinstanzen der Kommunikationsinfrastruktur daher im Fokus und damit in Krisensituationen, in Krisensituationen Probleme im Datenfluss schnell behebbar zu machen. Und Feuerwehr und Krankenhäuser sicherlich sind auch in erster Linie davon betroffen. Aber jenseits der Fragestellung Digitalisierung und der Fragestellung, ist es jetzt wirklich ein revolutionärer Vorgang, wird natürlich auch immer die Debatte begleitet werden, ist eine smarte Stadt, ist eine digitalisierte Stadt auch eine lebenswerte Stadt. Das heißt, auch diese Debatte werden wir in Zukunft auch hier in unseren Parlamenten führen. Und der Begriff, der heute noch miteinander verknüpft wird, Digitalisierung und Intelligenz, wird ja häufig noch zusammengeschmissen und es ist noch nicht so ganz klar, wann eine Stadt tatsächlich beginnt, smart zu werden. Und es ist daher richtig, dass die Piratenfraktion mit diesem Antrag quasi darauf hinweist, dass die Politik den Auftrag hat, diese Transformationsprozesse, die durch die Digitalisierung schlichtweg ausgelöst werden, zu begleiten. Und im Antrag wird auch auf das Projekt in Gelsenkirchen Bezug genommen. Und es ist klar, warum Gelsenkirchen, weil Gelsenkirchen hat sich auf den Weg gemacht, hat die Grundlagen dafür gelegt, die Infrastruktur ist da, die Glasfasernetze liegen bis in die Schulen. Und auch Gelsenkirchen ist ein Vorbild, was die Verfügbarkeit von freiem WLAN betrifft. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch verständlich, dass sich die Stadtspitze entschieden hat, sich als Modell- und Testregion zur Verfügung zu stellen. Aber das ist es auch aus meiner Sicht. Und ich finde, dass das, was Sie formulieren, an der Stelle zu weit geht. Es geht nicht um Videobeobachtung und Beobachtung des öffentlichen Raums. Es geht eigentlich um diese Dinge, die wir zukünftig sehen werden, in Richtung Smart and Safe City. Und deshalb sollte man das Ganze zukünftig nicht nur durch eine Technikbrille betrachten. Deshalb bin ich auch eigentlich dankbar für diesen Antrag, denn dazu sind zu viele Fragen der Bürgerrechte, insbesondere im Bereich der Persönlichkeitsrechte, betroffen. Und deswegen, denke ich mir, werden auch diese Dinge noch mal im Ausschuss diskutiert werden. Und bis dahin herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Weißheim. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Bombis das Wort.
Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren, es ist ein einfaches Rechenbeispiel. Fast 21 Millionen Mal pro Jahr werden in Deutschland Kraftfahrzeuge an- oder umgemeldet. Auf Nordrhein-Westfalen, etwas vereinfacht gerechnet, wären das jährlich über 4 Millionen, also 10.000 pro Jahr und Kommune. Durchschnittlich fast 40 pro Kommune und Werktag. Stellen Sie sich mal vor, wie viel Zeit Bürgerinnen und Bürger, Betriebe sparen könnten, auch Verwaltungen, wenn eine solche Ummeldung, Anmeldung einfach und digital von zu Hause aus zu erledigen wäre. Wie viel Arbeit und Papierkram wegfiele, wie viel Abgasemissionen wegfielen, wenn diese Wege unterblieben. Der Effekt wäre enorm und deswegen ist es bedauerlich, dass das Kompetenzzentrum öffentlicher IT in einer Studie festgestellt hat, dass in über 98% der untersuchten Kommunen das persönliche Erscheinen zur An- oder Ummeldung eines Kfz zwingend notwendig ist. 98% zeigen aber auch, in 2% ist es das nicht, also ist es offenbar denkbar. Unsere Städte, das verdeutlicht dieses Beispiel, müssen also dringend smarter werden und unsere Verwaltungen digitaler. Deshalb ist aus meiner Sicht, und so haben Sie es ja auch in Ihrem Antrag formuliert, prinzipiell zu begrüßen, wenn sich Städte auf diesen Weg in die digitale Welt machen. Wir halten es für höchste Zeit dafür. Aber der Antrag der Piraten hat mich insofern dann doch schon etwas überrascht, weil außer diesem begrüßenswerten Prinzip atmet er für mich in erster Linie Bedenkenträgerei. Sie haben sich früher einmal selbst als digitale Trendsetter gesehen, als progressive Kraft. Davon ist zumindest in diesem Antrag nicht mehr viel zu erkennen. Hier ist eine Kommune, die vorangeht, die Ideen hat, die etwas ausprobieren will, und Sie wollen als erstes Mal das Schild Kontrolle heben. Das finde ich recht bemerkenswert. Sie mausern sich so langsam zum ersten Bedenkenträger des Landes. Und das, und da kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen, wo wir doch erstmal klarstellen müssen, und das ist ja eine Selbstverständlichkeit, dass natürlich auch für solche Konzepte in modernen Verwaltungen, für sichere Städte genauso, datenschutzrechtliche Grundsätze eingehalten werden. Das ist ein Hinweis, den gerade wir als Freie Demokraten nicht müde werden, immer wieder zu geben und auf deren Einhaltung wir auch ganz besonders Acht geben. Aber es ist eben eine Selbstverständlichkeit, denn in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland müssen sich alle an Gesetze halten. Das ist das Wesen des Rechtsstaats und wir haben solche Gesetze, deren Einhaltung wir beachten müssen. Dafür brauchen wir hier keine Anträge im Landtag. Wir sagen aber umgekehrt, wir sollten unseren Kommunen, wir sollten unseren Städten Handlungsfreiheiten lassen und nicht direkt wieder jede neue Idee bürokratisieren, bremsen und kaputt regeln. Ich glaube, davon haben wir genug in diesem Land an Bürokratie, an Bremsen und an Regelungen. Ich gebe offen zu, ich kann das konkrete Konzept in Gelsenkirchen gar nicht abschließend beurteilen. Ich finde es aber grundsätzlich richtig, wenn eine Stadt solche Anstrengungen unternimmt. Wir sollten unsere Kommunen, die solche Anstrengungen unternehmen, positiv begleiten. Wir sollten sie konstruktiv begleiten. Wir sollten nicht schon wieder mit der Kommunalaufsicht drohen, denn das ist ein falsches Verständnis, wenn es überhaupt ein Verständnis von kommunaler Selbstverwaltung ist. Ich bin gespannt, wie die Diskussion im Ausschuss vonstatten gehen wird. Der Überweisung stimmen wir selbstverständlich zu. Wir sagen, dass die Landesregierung jetzt schnell digital werden muss und dass sie die Kommunen begleiten muss in unterstützender Weise. Ich glaube nicht, dass dieser Antrag dazu beiträgt. Das werden wir in der Diskussion erleben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bombes. Für die Landesregierung spricht jetzt Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieser Antrag, Herr Herrmann, von den Piraten lässt nicht erkennen, in welche Richtung er gehen soll. Dazu ist er zu global galaktisch formuliert. Grundsätzlich gilt, neue Vorgaben an unsere Kommunen sind immer Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung. Nicht jeder Eingriff ist rechtlich unzulässig, aber solche Eingriffe wollen wir auf das immer Nötigste beschränken. Vor allem müssen Eingriffe immer gut begründet sein. Mir wird aus dem Antrag nicht ganz klar, wo hier der Sinn liegen soll. Was die Piraten hier fordern, würde im Übrigen einen erheblichen Aufwand für Kommunalverwaltung bedeuten. Im Übrigen, das haben meine Vorredner auch schon gesagt, gilt natürlich
unser Datenschutzgesetz. Deshalb sehe ich hier keinen weiteren Regelungsbedarf. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließe ich an dieser Stelle die Beratung zum Tagesordnungspunkt 5. Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages an den Innenausschuss. Dort soll dann die abschließende Abstimmung in öffentlicher Sitzung erfolgen. Jemand gegen die Überweisung oder Enthaltung dazu? Beides nicht der Fall. Dann haben wir so überwiesen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6.